Es ist Sonntag, hier ist Mobile Point und das sind die News. Los geht's! Der Student David Horwick hat eine Dockingstation für das Nexus 4 entwickelt, welche das Nexus 4 kühlen kann. Das N-Dock, wie diese Dockingstation sich bezeichnet, hat einen HDMI-Ausgang sowie einen zuschaltbaren Lüfter. Gefertigt hat Horwick das Ganze mit einem 3D-Drucker. Die Firma Arcos bringt nun das 50 Platinum Smartphone heraus, ein 5,3 Zoll Smartphone mit Android 4.1 Jelly Bean sowie einem Quad-Core Prozessor und Dual-SIM. Das 50 Platinum wird in verschiedenen Varianten erscheinen, einmal für 100 Euro, für 230 Euro und einmal für 300 Euro. Die Gerüchte über ein Low-Budget-iPhone nehmen in letzter Zeit immer mehr zu. Mittlerweile wird das auch kaum noch angezweifelt, vielmehr wird jetzt über das Erscheinungsdatum des Billig-iPhones diskutiert. Unterstützt werden die Gerüchte jetzt auch noch von einem Foto, was aufgetaucht ist. Auf diesem ist angeblich die Rückschale des neuen Billig-iPhones zu sehen. Auf dem Foto ist in der Tat eine iPhone-Rückschale zu sehen. Ob es sich aber um die Billig-iPhone-Rückschale handelt, ist nicht sicher. Fest steht, dass die Rückschale auf dem Foto weiß und aus Plastik ist. Sie erinnert sehr an die alten iPhone-Generationen und auch die Aussparungen für die Knöpfe befinden sich da, wo bei den iPhone 2 und 3 sich die Knöpfe befunden haben. Außerdem soll das Billig-iPhone in verschiedenen Farben erhältlich sein. Was uns erwartet, sehen wir höchstwahrscheinlich frühestens im Sommer. HTC will nun eine abgespecktere Variante des HTC One herausbringen. Dieses Modell befindet sich bereits unter der Bezeichnung M4 in Produktion. Es soll angeblich mit einem Metallgehäuse kommen und ein Dual-Core-Prozessor sowie ein kleineres Display als das One haben. Ja, das war's auch schon wieder mit Mobile Point. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und sage hiermit Tschüss.